Großer Junge. Da, wo keine Fackeln sind, brauche ich schon mal gar nicht hin dürfen. Ach du Scheiße. Ist auch kein Himmel zu sehen, ne? Boah, ich bin beinahe in Lava gefallen. Zum Glück habe ich alles abgesaved, ey. Boah, was ist das denn für eine Höhle hier? Ich pull mich jetzt einfach stumpf nach oben. Boah, du kleiner Stricher. Nee, ich nehme einfach nur Blöcke und schmeiß oh, mich du nach oben. Hurensohn! Das war ich nicht. Ja, zum Glück habe ich, ey, ohne Mist, zum Glück habe ich wirklich eine Truhe gebaut. Jetzt müssen wir nur noch irgendwann die Kiste finden. Oh, weißt du noch ungefähr, wo das alles war? Nein, keine Ahnung, wie wir die gefunden haben. Ich babbel nicht. Im Ernst jetzt. Dann muss ich mir das Video später angucken. Ich habe da eine Doppelkiste. Bist da liegt hier eine Schatzkiste rum, oder was? Ich habe da eine Doppelkiste. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Was denn? Es fällt gerade Kies auf mich rauf. Alter, Pisszeug. Fast gestorben durch den Scheiß. Ey, Mann, aber zum Glück habe ich eine Kiste. Weißt du, was eben war? Ich wollte gerade so ein Skelett boxen. Da hat er mich abgeschossen, da bin ich in Lava gefallen. Arschloch, ey. Dreckslappen, ey. Oh, ich sehe Tageslicht. Sehr schön. Ich baue dir ein bisschen was Auffälliges hin, dass du es einigermaßen wiederfindest. Ich baue mal so einen schönen Turm nach oben oder sowas. Ja, mach irgendwas. Oh fuck, ich kann hier keinen Turm nach oben bauen, Alter. Das ist direkt an dem Hügel. Ich gehe mal langsam da in die Richtung. Ich weiß es ja noch ungefähr. Oh, da könnte ich doch kotzen, oder? Aber zum Glück hat Pitbull die gute Idee gehabt. Bau dir eine Kiste und tu alles in die Kiste. Jetzt hätte ich gerne diese Ender-Kiste gehabt. Gell? Ja. Hätte ich alles zu Hause so, gehabt. Ich habe hier mal mit Pflasterstein so ein bisschen was, so eine komische Miniskulptur gebaut. An der Stelle, wo ich mich hochgebuddelt habe. Ach du Scheiße, wo bin ich hier? Musst du jetzt eigentlich schon off? Ja, ich wollte eben noch zurück ins Haus. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich... Ich habe den Eingang zu der Höhle, glaube ich, gefunden. Ja, ich habe den Eingang gefunden. Ja, warte, ich komme. Bin gleich da. Stell mich mal auf den nächstgelegenen Hügel rauf, dann siehst du mich vielleicht. Vielleicht siehst du mich auch. Ich bin der mit dem Penis in der Hand. Ah, okay, du siehst diesen riesen Hügel, auf den kommst du jetzt zu, ne? Wahrscheinlich durchs Moorgebiet. Bei mir lädt die Map noch. Also dieser riesen Gebirg, zu dem wir vorhin hin sind. Siehst du mich schon? Warte, ich zeig dir mal eben, ich komme dir entgegen. Und du siehst mich? Nee, aber ich kann mir denken, von wo du kommst, weil ich ja weiß, wovon hier aus gesehen das Dorf liegt. Ich habe nämlich Orientierungssinn, ich brauche keinen Kompass. Der Kompass funktioniert irgendwie nicht richtig. Na, dann brauche ich ihn erst richtig. So, du müsstest aus dem Sumpf kommen, ne? Ja. Siehst du mich vielleicht schon? Nee. Ich hüpfe hier gerade rum. Ich sehe keinen. Du musst den großen Hügel hin, den großen Berg, den wir da gesehen hatten. Ja, ist mir schon klar. Ich muss erstmal den großen Berg suchen. Gott, da muss ich noch diese scheiß Truhe finden, gell? Könnte ich ja kotzen, könnte ich da. Da, ich seh dich. Ich seh dich auch. Ich seh dich. Ich kotze Steine. Kommst du, hilfst mir noch die Truhe suchen? Das schaffe ich nicht mehr. Oh. Was ist denn das? Achso, so eine scheiß Qualle. Boah, Alter. Guten Tag. Moin. Wo ist ein scheiß Eingang? Komm, mach mal, bau mal hier was hin, damit wir wissen. Achtung, Eingang. Warte, mach mal da so ein Riesenkreuz oder so. Ich habe keinen Flugmodus mehr, wie soll ich jetzt ein Riesenkreuz basteln? Ich baue einfach mal eine Riesenantenne oder sowas. Was ist denn da oben eigentlich? So. So, wo ist denn der Eingang? Geradeaus weiter. Und dann da, wo das Schaf und die Fackel sind, da musst du hin. Hier ist eine Fackel. Und dann einfach ein Stück weiter noch, dann siehst du das Loch schon. Boah, riesen. Da geht's runter. Brutaler Eingang, gell? Ja. Gut, dann mach ich noch auf in mein Häuslein. Knusper, knusper, Knäuschen. Helfen, wollen wir die Höhle erkunden jetzt? Zwei, drei Parts lang? Wenn ich wüsste, wo du bist. Oh, ich. Warte, der Ding geht doch gerade nach Hause, dann zeigt er dir den Weg. Ich bin aber auch irgendwo unterwegs. Ihr findet noch zueinander, ich vertraue euch da. Bin da zuversichtlich. Boah. Dinge. Da ist doch die Truhe, mein Gott, war die leicht. Hier ist ja schon der Ausgang. Ich bin, glaube ich, einmal in den Kreis gelaufen vorhin. Da ist doch die Truhe, hier sind auch 1 Million Monster. Ah, du Fotzenspinne!
Die ist mir gefolgt. Da steht hier wieder unten. Pitbull try to swim in Lava. Aber ich habe nicht Lava, die Spinne vermöbelt mich gerade. Pitbull got slain by a spider. Boah, die Höhle, ich will jetzt alles mitnehmen. Geh nach Hause, setz alles ab und dann können wir die Höhle erkunden. Ich hab dich gesehen. Ja? Ja, dich oder Semtex? Ich bin gerade in der Höhle, mich kann es nicht gesehen haben. So, ich geh jetzt schön nach Hause. Semtex gesehen. Wo ist mein Schwert, verdammte Scheiße? Scheiße, ich hab ja mein Schwert ver... Okay, stimmt ja. Ich bin ja in Lava gefallen, da war mein Schwert und die Spitzhacke. Nein! Ach. Die 5 Diamanten. So. Also, Heffen, ich geh dann nach Hause kurz. Okay. Wenn ich so einen Schneeball in meine Truhe packe, wird es dann irgendwann Wasser, oder? Nee, ja, Wasser in der Truhe, oder was? Ja, klar. Wasser ohne Eimer. Also, kannst du mit der Hand auspulen. Und wenn du ein Brot drin hast, dann wird es maschig und du kannst es nicht mehr essen. Ja, ey, ich bin in den Eingang reingegangen, hab direkt meine Truhe gefunden, jetzt finde ich den Ausgang aber nicht mehr. Vollidiot. Doch, da ist er. Die Truhe war doch direkt am Ausgang schon. Ja, einfach nur runtergegangen. Notfalls buddelst du dich einfach stumpf nach oben schon gefunden. Und springst mit Stein hoch, bis du irgendwann Licht siehst. Schön bei deinem Leben. So, ich geh jetzt schön nach Hause. Leck mich am Piss. Piss mich am Leck. Aber saugeil die Höhle, ey. Ja. 23 Fleisch habe ich. So, ich sehe schon von hier hinten sehe ich das, die Fight Arena. Ja, die leuchtet echt. Ja. Sehr gut. Ey, ist eine Bombenhöhle. Da gehen wir gleich hin, Heaven, oder? Ja. Gehen wir die erkunden. Komplett mit Waffen ausrüsten. Eine Kiste chillt da schon. Monster machen uns nichts. Die sind lieb. Ich würde sagen, wenn Semtex geht, nochmal kurz eine Pipi-Pause und dann machen wir es. Wie lange kannst du heute helfen? Ein Open End. Jawoll. Oh, ich will auch. ihr habt alle Ferien, ne? Ihr Lappen, ich habe gar keine Schule. Ich auch nicht. Schule brauche ich. Ach, der Fusion hat eine Ferien, ne? Ja. Der Kackbutz. Kannst du, wenn ihr hörst, mal von mir sagen, dass er ein Arsch ist. Ja, wenn ihr das sieht, Fusion, du bist ein Kacklappen. Ich glaube, bis der Part hier hochgeladen ist, hat er längst keine Schule mehr. Ich glaube, bis der Part oben ist, hat er schon die Schule beendet. Bis der Part oben ist, oder seine Rente. Oder der muss die Klasse nochmal wiederholen. So, nochmal, das vierte Mal. Wenn der Part oben ist, dann ist seine Rente, Alter. Köpfer. Alter, was soll ich mit so viel Holzkohle? Das frage ich mich gerade irgendwie. Ja, kannst dich ja verbrennen. Bau dir einen Scheiterhaufen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe 11 Stacks Holzkohle. 640. Ach so, fast 700 Scheiß Holzkohle habe ich. Hier sind wie lange soll ich heizen? Soll ich ein KZ bauen oder was? Hier nicht so rassistisch, gell? Genauso wie mit deinem Penis-Video. Ja, echt, das ist so brutal rassistisch. Nur weil ich so einem Japaner ein paar Schlitzaugen auf seinen Penis gemacht habe. Das macht man nicht. Echt? Da hat der eine mich ja gleich gemeldet. Hast du direkt den Schwanz kleiner gemacht. Ja, ist ja auch so. Der eine hat mich auch direkt gemeldet, deswegen gleich, ey. Echt? Als ich das Video auf meinem Handy angucken wollte, musste ich erstmal auf OK drücken, dass das Video möglicherweise Inhalte hat, echt? Die andere Leute verstören können. Dann muss ich auf OK drücken, dass ich das gucken möchte. Oh Mann. Voll lächerlich, ey, nur weil ich da ein paar Penis habe. Wenn es einer macht, geht es nicht. Bestimmt haben es zwei oder drei gemacht. Ja und? Ja. Klar. Ich habe ja keine Sperre gekriegt, das ist ja nur. Ja, kriegst du auch nicht. Ja. Schlimmsten Fall ist dein Video. Für die FSK 18-Version eventuell, aber. Schlimmstens ist dein. Ja, dann wird das Video ab 18 sein, wenn nicht. Ich mal da Hakenkreuze, zeige, wie welche Sex haben und zeig Titten. Ich hab's doch gesehen. Ich hab's extra als nicht gelistet. Meine Freundin hat sich totgelacht bei den Videos, bei beiden. Ja? Die hat sich totgelacht, ey. Das war auch echt witzig. Ja, ich hab mich auch totgelacht. Ich musste mich selber voll manchmal beherrschen, dass ich da nicht. Aber bei dem Typen im BH, da konnte ich nicht mehr. Da ist alles zusammengebrochen. Auch so stumpf. Ich denke, da kommt gleich eh wieder einer, der sich dann runterholt oder irgendwie sowas. Und ey, das von 10 hast du da wirklich. Von 10 mal klicken, 8 mal hast du sowas gesehen, ey. Ich hab das ja zusammengeschnitten. Ja, hätte ich alle dazwischen gezeigt, die ich geklickt habe, da wären nur Schwänze. Ja. Nur Schwänze und alte Leute zu sehen gewesen. Und zwischendurch mal Mädels, die mich gleich weggeklickt haben, weil ich nicht mein Sixpack in die Kamera gehalten habe. Okay, alles klar. Ich bin dann auch mal raus, ne? Ja. Morgen wieder am Start? Ja, auf jeden Fall, denke ich mal. Muss ich ja jetzt früh arbeiten. Ich weiß nicht, wie lange. Muss ich mal schauen. Ach, so sieht's aus. Ja, aber auf jeden Fall abends rum bin ich dann bestimmt am Start. Dann wünsche ich den Zuhörern von Pitbull TV noch einen angenehmen Abend, Nachmittag, Morgen, je auch immer, wann ihr sucht, wie es euch das anguckt. So, bis dann, ne? Ja, mach's gut. Wir sehen uns dann morgen, würde ich sagen. Tschö. Haust du rein, kleiner Mann. So, wir treffen uns in meiner Küche, helfen. Wir müssen Planbesprechung machen.
Ich lade dich auf ein Steak ein. Oh, du hast schon einen Zaubertisch. Ja. Achso, das ist dein Obsidian. Wollte ich, habe ich hier vergessen zu sagen. Egal, hab ich da eh vom Fusion bekommen. Achso. Habe ich hier vergessen zu sagen, habe ich mir was geliehen. Achso, ey, beleuchte mal dein Haus besser. Mach auch solche Lampen wie ich. Ich gehe zu dir rüber, du weißt gar nicht, was für Monster da am Start sind. Ey, ja, bei mir ist tote Hose, bei dir ist volle Party. Ja, ich war ja noch nicht so viel in der Hölle. Und bei uns im Flur war auch immer ein Creeper oder ein Zombie. Da fühlen die Dorfbewohner sich aber nicht wohl. Guck mal, die ziehen bei dir sogar ein, obwohl es bei mir schöner ist bis zur Zeit. Den Flur müssen wir auch nochmal machen. Ja, unten auch vor allem. So, miese Katze, komm, du huckst da die ganze Zeit in der Ecke. Komm, lauf mal hier ein bisschen rum. Komm, miese Katze. Komm mit zu mir. Die mag dich. Macht die irgendwas, wenn ich die schlage? Die haut vielleicht ab, aber hör auf. Komm, willst du was fressen? Ich hab was für dich. Hast du Hunger? Jo. Habe ich eben gerade schön zerlegt. Ich kann dir auch ein bisschen Melone anbieten, wenn du möchtest. Melone hab ich schon selber einige genommen. Von mir? Mhm. Arsch, immer ohne zu fragen. Katze, mach da Sitz. Sitzt sie auf dem Ofen, Alter. Ist bestimmt heiß, Katze. Also ich könnte loslegen von mir aus. Also, wichtig ist, wir müssen uns ein Futter mitnehmen. Sehr, sehr wichtig. Und zwar nehme ich einfach mal 2 Stacks von Melonen mit. Würde reichen, oder? Vielleicht ja, ich denke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Brötchen. So, hätten wir das Essen schon mal geklärt. Durch da hoch. Da muss der Schalter hier oben so sein. Ja, ich hab den nicht. Irgendwie blöd aus. Ich hab den nicht eins runterbekommen. Ich wollte den eigentlich noch ein bisschen runter machen. Aber egal. Solange es funktioniert. Dann war ich auf dem Dach wegen Verkabelung. War da auch mal direkt ein Creeper. Muss ich mit dem kämpfen. Ich wäre vorher wär losgegangen. Der wäre dein Dach weg. Der war natürlich auf deiner Seite. Ach ja. Ach so, ich muss jetzt noch ein paar Sachen. Ah, oh, verdammt. Ich würde hier vielleicht noch 2 Zaun vormachen, dass man hier nicht reinspringen kann. Wo reinspringen? Ins Feuer. Naja, wäre ich denn so doof und springe ins Feuer? Gibt einige. Du kennst den Geheimgang ja noch gar nicht, gell? Welchen? Drück mal ins linke Feuer mit rechter Maustaste. Geht naja, nicht. Du solltest nicht da reinspringen. Hat ja nicht vor. Guck hier, du kannst sogar hier stehen und drücken. Ging aber gerade nicht. Mach nochmal. Und was öffnet sich dann? Mach einfach, ist jetzt zu. Einmal. Ja, meine Maus spinnt. Ist jetzt auf? Ja. Ah, ja. Höhleneingang, geh mal rein. Machst du da eh wieder zu direkt? Nein, ich bin doch auch drin. Also, assi bin ich doch auch nicht. Guck, direkt in der Höhle. Müssen wir auch mal irgendwann erkunden hier. Schön, gell? Mhm. Ich war mal hier eine Stunde unten, dann bin ich beim Crazy rausgekommen. Der hat nämlich auch sowas gebaut. Bist du oben? Ja. So, achso, ich muss mir Sachen craften, weißt du? Werkzeuge. Was sinnvoll wäre, wäre eine Rüstung auch. Warte mal, ich nehme mit Spitzhacken, 3 Stück, weil es sind ja Eisen, die gehen schneller kaputt als Diamanten. Dann eine Axt brauche ich eigentlich nicht, aber nehme ich einfach mal eine mit. Und dann würde ich sagen Schwert, oder? Ich habe ein Eisenschwert mit. Ich nehme 2 mit, die gehen ja schnell kaputt, die Dinger. Reicht das, Spitzhacke? Das reicht, würde ich sagen, oder? 3 Spitzhacken, 2 Schwerter und eine Axt. Und auf in den Kampf. Komm mit. Kennst du den Weg hier jetzt, oder? Nee, Moment. Es ist gerade Nacht. Komm, wir gehen, wenn es Tag. Komm, lass mal pennen gehen. Wir gehen tagsüber darüber. Wäre ich dafür. Jetzt verrecken wir noch unterwegs. Warte kurz. Ich muss mal ein paar Hunde mitnehmen. Ich gehe ins Schlafzimmer pennen. Ich kann zwar schlafen im Bett, aber nicht spawnen. Steht da, mein Bett ist blockiert oder so ein Scheiß.
Monster in der Nähe oder was? Nee, blockiert. Wenn ich irgendwie tot bin, kann ich da nicht wieder spawnen. Ach Weil ich so. habe links und rechts überall so Holzbretter. Bist du auch pennen? Ja. Sauber, dann gehen wir los. Schwert und Penis in die Hand. Und dann ist alles okay oder alles gut. So. 45 Fackeln habe ich noch. Ach, Fackeln habe ich vergessen. Nehme ich auch noch ein paar mit. 45 würden nicht reichen. Kann man Kürbisse auch essen? Ich glaube noch nicht. Aber ich hoffe, dass es geupdatet wird. So Kürbissuppe wäre mal nice. Nehme ich auch mal gerade mit. Hast du noch? Ich habe keine Fackeln mehr. Doch, da 64 reicht. Auf geht's. Auf in den Kampf. Geh mal bitte weg aus dem Weg. Dankeschön, Jackson. Jackson, vergiss da nicht, bitte später die Blumen zu gießen. So. Auf geht's. Ich finde echt geil, was in 1.3 alles kommen wird. Ja, Hammer. Vielleicht mache ich extra ein Video darüber, obwohl. Ja, ich glaube, ich würde sagen, sobald 1.3 ist. Ich glaub, guck mal, pass mal auf. Es sollen ja Pyramiden gespawnt werden in der Wüste. Mhm. Tempel im Dschungel und so, ja? Das heißt, nach dem Update gehen wir direkt in die Wüste und nehmen Schätze suchen, würde ich sagen, gell? Ja. Aber müssen wir dann eine neue Map machen, weil ich glaube nicht, dass die bei uns spawnen, oder? Also, der Kronk hatte ja auch in seinem Let's Play von Anfang an die Welt und auch immer das alles Neues dazugekommen. Okay, dann probieren wir es dann einfach aus. Ich würde sagen, 1.3 ist draußen, dann gehen wir erstmal direkt in die Wüste schauen. Bist du eigentlich bei mir? Ach, da ist er. Gehen wir direkt mal in die Wüste schauen. Bitte nicht das Hühnchen da unten töten, weil ich will es mir später einfangen. Haut das nicht irgendwie ab? Nee, das chillt schon da unten. Weißt du, und dann, falls dann keine Pyramide da ist, dann müssen wir vielleicht einfach nur unser Together irgendwie kopieren, beziehungsweise unsere Häuser und dann irgendwo in der neuen Welt einfügen. Das kaputte NPC-Dorf, tut mir leid. Egal, dafür wohnen die ja jetzt alle bei uns. Ich hab's mir gerade angeguckt. Ich auch. Jetzt ziehen die ja bei uns ein. Passt doch. Ich war Level 9 oder so und dann falle ich so ein Riesenloch. Das haben wir jetzt zugemacht. Du musst dir vorstellen, ich finde so gerade so einen Höhleneingang. Mhm. Guck nach unten, in dem Moment falle ich runter und das Runterfallen hat so 5 Minuten gedauert und dann klatsch. Da unten noch so Spinnenweben oder so, wäre es ja mal nice gewesen. Du hast die Höhle noch nicht gefunden, oder? Also du warst noch nicht in der Höhle. Dann würde ich was überraschen. Ich habe schon überall Fackeln und so. Eine Werkbank ist da am Start. Ey, wenn da keine Diamanten sind, dann will ich Jesus heißen. Glaub mir. Ich wette, da sind 100 Diamanten. Wir müssen nur wissen, wo. Die Seerosen nehme ich nachher mal mit. Ach, kann man gut auf dem Feld machen. Feld? Mhm. Da ist ja dann halt zwischendurch immer Wasser und dann muss er nicht ins Wasser springen zwischendurch. So. So, hier irgendwo haben wir so ein kleines Kreuz gebaut. Hier, genau. Schönes Kreuz auf jeden Fall. Kennst du das Plugin schon? Ja, gell? Ja. Was irgendwie gerade nicht funktioniert hat bei mir. Komm, funktioniert nicht. Weiß ich nicht warum. Bei mir hat es funktioniert. Ja, bei mir eigentlich auch immer, egal. Macht wohl gerade Faxen. Oder vielleicht geht's nicht mit einer Eisenaxt. Ich hatte mit Diamant. Ich habe mit Holz geht's, mit Diamant geht's auch, mit Eisen und hier ist der Eingang. Der ist ja schon mal fett. Warte mal, was ist das hier? Komm mit, kurz. Du kannst mir doch nicht sagen, dass hier noch keiner war. Was ist das denn? Da wollte jemand eine Figur bauen, oder was? Vielleicht war es ja das im Text vorhin. Alter, keine Ahnung. So, auf geht's in den Krieg, oder? Ja. Fetzen wir alles weg, was uns in den Weg kommt. Wir gehen direkt jetzt nach links, wo meine Truhe war. Weil da ist Lava und so, und wenn Lava in der Nähe ist und es ist schon richtig tief, dann habe ich schon so das Gefühl, dass da auch Diamanten am Start sind. Was ist eigentlich, wenn ich esse und keinen Hunger habe? Muss ich dann kotzen? Dann kannst du nicht essen. Ah, ich kann gar nicht essen. So, hier runter. Zack. So. Da hinten ist meine Truhe, siehst du, da bin ich vorhin gestorben. Hier tue ich noch ein bisschen Ding abbauen. Ich will mich nicht verlaufen. Hier sind auch überall Fackeln. Hier war ich schon mal bestimmt. Hier sind keine Fackeln mehr. Hier war ich also noch nicht.
Folgst du mir noch? Nö, ich bin gerade zur Kiste gegangen. Okay. Ich habe hier wieder Eisen gefunden.